Heute etwas für den Sommer. Den Bike Pilot 2 von Blaupunkt. Für den Sommer? Ja, eine Fahrradnavigation. Wen das Unboxing und der erste View nicht interessiert, der kann gleich zum Fazit so ab ca. 4 Minuten vorspulen. Für alle anderen starte ich an meinem ersten Tag mit der Navi. Die Verpackung ist nüchtern Blaupunkt. Könnte auch ein Radio sein. Hätte ich es nicht bei Amazon gekauft, im Laden würde ich nicht drauf kommen, dass das was fürs Fahrrad ist. Okay, innere Werte zählen, also aufmachen. Das Gerät selbst erstmal zur Seite, das kommt später dran. Im Lieferumfang sonst noch ein Micro-USB-Ladekabel, auch für Updates. Die Halterung und ein dickes Buch in allen Sprachen. Die Halterung wird mittels mitgelieferter Kabelbinder an quer oder längs zum Rad verlaufenden Stangen befestigt. Die Navi klipst auf selbiger ein. Also auf zum Herzstück, der Navi. Umlaufend an der Trennung der Gehäuseteile eine blaupunktblaue Dichtung. Designgebend und auch funktional. An der linken Seite drei Taster. Einstellungen, Aktivitäten und ein Aus. Unten hinter einer Gummierung steckt der Micro-USB-Eingang und ein Micro-SD-Kartenslot. Wie bei jeder Navi muss beim allerersten Start ein bisschen was eingestellt werden. Die Navi wird ganz leer geliefert, daher ist hier schon das Ladekabel dran. Der Bike Pilot 2 ist 2018 auf den Markt gekommen, ist also quasi noch ganz frisch. Karten sind eine Menge dabei, aber das kann man alles nachlesen. Die Tastfelder sind schön groß und lassen sich leicht treffen. Auch ist das Touch-Feeling sehr angenehm. Sollten mehr als 4 Menüpunkte zur Verfügung stehen, wird es oben durch kleine Punkte angezeigt und man kann mittels seitlichem Wischen wechseln. Die Untermenüpunkte sind zumindest für mich logisch aufgebaut und ich komme komplett ohne Handbuch klar. Ich habe mich auch gleich fast durch alles durchgeklickt. Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert im Schnelldurchlauf laufen. Wer etwas Spezielles sucht, kann es da eventuell finden oder stoppen oder einfach eine Frage posten. Im eigentlichen Betriebsmodus hat man drei unterschiedliche Anzeigemöglichkeiten. Da wäre der normale Kartenmodus. Hier kann man wie bei jeder Navigation sich direkt aus der Vogelperspektive führen lassen. Oder man scrollt in der Karte hin und her. Das mache ich oft in einer Region, wenn ich mit meiner Drohne unterwegs bin und einen Spot suche und wissen will, wo mich ein Feldweg hinführt oder ob er eine Sackgasse ist. Durch Wischen kommt man in einen anderen Bildschirm. Da wäre dann der Fahrradcomputer. Die Felder sind frei einstellbar und es gibt einen Bildschirm für aktuell und einen für Trip. Das letzte wäre das Höhenprofil. Auch hier lassen sich die Infos am Rand frei einstellen. Nun also into the wild und querfeldein mit dem Fetti. Wie man sehen kann, trotz Spiegelung und Sonne, kann man das Display noch sehr gut ablesen. Bis jetzt hatte ich die Navi auf der Kurzstrecke in der Wildnis und auf einer Tour eingesetzt. Für den täglichen Weg zur Arbeit ist sie nichts. Da kennt man die Strecke selber am besten und man bekommt auch keine neuen Erkenntnisse. Aber um einfach mal neue Orte in der Umgebung zu erkunden, top. Ich wohne hier schon lange und einiges kannte ich nicht mal vom Hören. Auf der Langstrecke, waren bei mir 30 Kilometer, hat sie sich auch sehr gut geschlagen und mir sogar eine bessere Strecke geliefert, als ich bis dato kannte. Und wer dann noch einen Bike-Trip an einem sonst komplett unbekannten Ort machen will, super geeignet. Warum aber ein Standalone-Gerät und keine App?
Da wäre der Stromverbrauch. Ein Handy hält nicht lange, speziell beim Navigieren, also braucht man noch eine Powerbank. Und dann reflektiert es auch noch viel mehr. Und die Apps? Naja, selbst bei den kostenpflichtigen wie Navigon von Garmin wird dann einfach der Stecker gezogen und schwupps ist das Geld weg. Und die kostenlosen? Da zahlt man dann halt durch Werbung oder die Datennutzung der Anbieter. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen fahren.